Ideale Sniper-Position. Ein böser Roboter. Okay. Aufs Bein, ne? Habt ihr mir ja geschrieben. Na? Und flop! Wie bitte? Hat nicht gereicht. Ratte du. Aber jetzt, hier ist noch einer. Auf die Düse, ne? In der Regel. Hey! Wo willst du hin, Mann? Geht doch. Noch einer? Na klar, hier sind so viele. Düse! Düsenkill! Nein, nein, nicht weg! Noch einer? Bestimmt. Wir gehen ganz Breakpoint-mäßig hier rein. Leider habe ich keinen Helikopter. Den habe ich hier noch nicht gefunden. Und hüpp. Genauso wie bei Breakpoint. Einfach rüberspringen mit Beutelratte. Na, kommen wir komplett rüber? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Hüpp. Klassischer Rohrjump, wenn man es trifft. Hüpp. Ja, ist in Ordnung. Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir springen trotzdem. Auf die Rohre sollten wir kommen. Aua. Das hat nur ganz wenig Energie gekostet. Oh, 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 oh. Oh, sie rennt schon, ne? Nicht gut, gar nicht gut. Wir bleiben schön hier oben. Was ist das? Das sieht total mysteriös aus. Wo ist sie hin? Wir sollten sie wiederentdecken, bevor sie uns entdeckt. Das kann nämlich ein kurzes Vergnügen werden ohne Powerrüstung. Ist sie das? Nee. Ah. Okay, wieder zurück zum Rohrjumpen. Eine klassische Schleichertechnik. Ja, da ist einer. Okay. Boom. Naja, das war ein Körpertreffer. Haben wir ihn erledigt? Nein. Er wird uns verpetzen. Aber hier ist noch einer. Der will auch dran glauben. Aua. Hey, das wird ja immer weniger schaden. Muss am Tageslicht liegen. Hey, wo ist der hin? Ratte, du komm raus! Luftangriff! Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Sie kommen! Alter Schwede! Vergiss es, das ist mein Luftraum! Kommt ihr zurück? Nein! Nie im Leben. Oh, oh! Oh doch! War er das? Oder war das irgendwas anderes? Oh, jetzt zieht ja auch noch ein Sturm auf. Okay. Weg mit dir, Colonel Gazzi. Schande, Mensch. Der war zu schnell. Dim, 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 dim. Wir müssen weiter runter. Wir haben keine andere Chance. Wir haben keine andere Wahl. Aber erstmal machen wir den Plan. Und flop. Sampfötchen. Wie eine Katze machen wir das. Und jetzt noch irgendwo den Aggressortron eliminieren. Oh mein Gott, da ist sie. Stopp. It's Cloppy Time. Jetzt wird gepantert. Trotzdem immer noch Schall gedämpft. Wir müssen sie als erstes erwischen. Oh Gott, das wird ein kurzes Vergnügen. Wenn die uns erwischt. Beine, 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 Beine. Yeah. Weg mit dem Bein, du Ratte. Ist sie hinüber? Ist sie hinüber? Ich kann sie nicht mehr anvisieren. Muss ich mit ihr noch quatschen? Oh, oh, stopp! Hirnbot! Die Schlaumeier unter den Robotern. Eine ganz üble Sorte. Kann auch sehr unangenehm werden. Der würde uns zu Tode labern. Mit seiner Intelligenz. Doch, doch. Oh, noch ein Protektron. Ich brauche ein besseres Fenster hier. Ein besseres Sichtfenster. Da ist er, da ist er! Aufs Hören, Mensch. Immer aufs Hören. Ratte, du. Oh, oh. Hören, 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 hören. Zurück zu Kloppy. Lasst es uns solide angehen. Solide. Solide. Voll gestealthed, Mann. Na. Und schon sind wir nerdwütig. Explodiert hier noch einer? Vielleicht? Ist da noch ein Kern drin? Nee, leider nicht. Schade. Ich höre nichts. Da wird schon keiner explodieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht um die Tageszeit. Die haben ja auch irgendwann mal Feierabend. Hm?
Klinkhorn. Signal, Signal, Signal. Na, wo ist denn hier bitte das Signal? Irgendwo da drinnen. Ist aber gut verteidigt, ne? Ich glaube, wir sind hier was ganz, ganz Großem auf der Spur. Oh Gott, der Nächste. Sniperino-Modus. Reactivated. Psch, nicht so schnell, Mann. Ich komme kaum hinterher mit der Maus. Ich habe nur ein ganz kleines Mauspad. Na? Beinchen? Das war ein totaler Beintreffer. Könnte ich schwören. Der Server laggt. Ganz komisch. Eine ganz komische Nummer. Aus Frust in die Luft gehauen. Oh oh. Oh 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 oh, stopp, stopp. Oh. Genug rumgesponnen. Jetzt wird geballert. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ich hab Kloppy rausgeholt. Und ich brauche meinen Schrott noch. Wo liegt denn der? Da in der Ecke. Hey, hey, hey. Warte, du. Noch irgendwo einer hier? Kompass sagt nein. Wir dringen in den Komplex ein. Mit schallgedämpften Waffen, wie sich das gehört. Oh, 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 oh. Oh, eine Nuka-Cola Sherry. Optionales Missionsgut. Okay, okay, okay. Für die morgige verkaufst du... Killer-Insekten. Auch das noch. Und nu? Jetzt seid ihr gar nicht mehr so laut, hä? Ach, guck mal. Im Boden versunken, vor Scham. Absolut. Indiskutabel. Noch irgendwo wer? Da oben! Mittleres Auge. Ach Mensch, Kloppy, ey. Du haust aber auch gut rein, ne? Wow, vor allem auf so hoher Distanz, Mensch. Na, 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 na. Na, na, na. Wir sind wieder versteckt. Sieht gut aus. Wo ist der Ursprung des Signals? Wo ist Dr. Evils geheimes Versteck? Ja, buffer out gerne. Mhm. Aufseherterminal. Das könnte es sein. Sind wir hier richtig? Kehre. Ach, das ist jetzt schon. Ah, okay, das war schon. Wir mussten einfach nur die Gegend hier betreten. Mehr nicht? Ernsthaft? Das habe ich ganz versäumt. Was für eine Überraschung. Gut. Hätten wir das auch geklärt, ne? Wow, ich bin genauso überrascht wie ihr. Heftchen, Wackelpuppen, Fragezeichen, irgendwo hier. Schräubchen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, wir waren schon 100 Jahre nicht mehr hier. Mindestens. Nee, 100 Folgen wollte ich sagen. Nee, hier ist nichts weiter, ne? Mm-mm. Mm-mm. Ja, schade, ne? Hätte sich ja angeboten. Vielleicht, wenn wir hier rüberflitzen, hier ist noch so eine Hütte. Ist hier einer? Nee. Alles sauber. Rücke vor. Klasse. Noch eine Köhler. Sehr schön. Der Sherry-Köhler. Mensch-Köhler. An Köhler kann ich mir durchsaufen, du. Ein bisschen Säure. Plastik. Und alles, was dazu gehört. Hier ist nichts weiter. Echt schade, Mensch. Hier sollte immer mindestens eine Wackelpuppe und ein Heftchen zu finden sein. Immer. Schnell respawn und so. Aber ich glaube, das würde die Wertigkeit von diesen Objekten ganz schön in den Keller treiben. Oh, oh! A rat! Oh, 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 oh. Okay, das war nur die Kakerlake. Geh weg, du! Geh weg! Das Bierchen nehme ich auch mit. Wenn wir hier schon kein Heftchen oder eine Wackelpuppe finden, dann noch wenigstens ein... Oh, oh, stopp! Wir hätten gehen sollen. Jetzt haben wir es vergeigt. Wir sind gierig geworden. Sehr gierig. Oh, wie schnell der laufen kann, ne, wenn der in Action ist. Ja, genau. Bleib mal schön da unten. Beinchen! Okay. Ja, und ab. Wir haben die Schnauze voll. Zack. Karte minus... Nichts Öffentliches. Okay. Was hätten wir eigentlich noch zu tun in Sachen Metallarbeit?
Was wartet denn da noch auf uns? Stelle das linke Bein einer Metallrüstung her. Ach ja. Hat uns irgendwas gefehlt gehabt? Öl, Schrauben, irgendwas. Rechtes und linkes Bein. Okay, schmilz Roboter mit einem Flammenwerfer ein. Dafür bräuchten wir erstmal einen Flammenwerfer. Haben wir nicht einen im Verkauf? Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich gut zu machen, würde ich sagen. Das könnte man natürlich in Watoga machen, ohne Gegenwehr. Aber, wow, 50 Roboter? Alter, da würde ich in erster Linie die ganzen Besetzer mitnehmen. Genau, an der Ward 76. Wir gucken gleich mal, ob wir zumindest die Metallrüstung herstellen können. Ja, langsam zurück. Genau, jetzt rüber zum Laden. Wunderbar, Schnellreise. Und sie funktioniert mal zur Abwechslung sofort. Und schon wieder wird geballert hier. Wer will schon wieder mein Düngerspender zerstören? Nee. Boom! Oh, eine ganze Ladung Protectrons. Ach, Herr Jemine. Wo kommen die denn bitte her? Beinchen! Boom! Und da geht er down. Die kleine Mistratte, ey. Die wollten mir schon wieder den Garten zerstören. Deswegen sind die hier. Krass. Also hier haben wir ein Geschütz. Das steht optimal. Und das letzte Mal kam von hier eine Maulwurfsrat und hat sich bestimmt so eine Viertelstunde hier durch den Garten gefressen. Ich meine, die macht kaum Schaden und so, aber trotzdem, wir sollten irgendwas in die Richtung platzieren. Idealerweise im Busch, würde ich sagen, damit man das nicht so sieht. Damit das hier alles schön freundlich bleibt. Family friendly, das wird bei mir ganz groß geschrieben, aber uns fehlt Öl. Großmenge Öl beim Händler, eventuell. Nur kurz gucken. Nur das Nötigste für den Verkauf auswählen. Hallo? Hey! Rede mit mir! Warum redet denn keiner mit mir? Öl, nein. Schrauben, nein. Holz hätten wir, aber Holz brauchen wir gerade nicht. Ein bisschen Säure wäre auch nicht schlecht. Ist mittlerweile bei mir Mangelware. Schade. Na gut. Wie viel 556er haben wir noch? 2400 Schuss, Mensch. Nee, das sind Probleme von morgen. Die 556er Munition, das bedeutet nur Gutes. Bierchen ablegen, genau das wollte ich jetzt machen. Zack. Und zur Frau Commanderin rübergehen. Hey, ich bin wieder da. Ach, da bist du. Alles klar. Nein, Dr. Emerson Hale. Wie bitte? Unglaublich, dass sie zurückgekehrt ist. Ja. Schön, dich wiederzusehen. Aber was ist mit ihm? Wer ist das? Ist ganz schön lang her. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Dass sie überlebt hat, ist bemerkt. Sie hier? Eine Sekunde, ich muss ein Bild von dir schießen. Nicht abhauen, nicht. Cooler Rucksack, by the way, mit einer kleinen Schaufel und Camouflage. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Schade, dass wir nicht weiter interagieren können. Sauberer Moonwalk. Muss ich ihm lassen. Hey. Camp-Modus aktivieren. Nee, nicht arbeiten. Wir quatschen jetzt erst. Seid ihr befreundet? Wer bist du? Du siehst so vertraut aus. Du hast dich kein bisschen verändert. Ich hätte nicht gedacht... Ey, das gehört zur Quest? Wie cool ist das denn mal bitte? Du hast also mein Signal empfangen. Nicht zu fassen. Emerson? Dr. Emerson Hale? Bist du das? Ich denke mal schon. Zurück auf der Erde? Willkommen in Appalachia. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Mein Schiff ist vor einer Weile abgestürzt und zum Glück hat mich jemand aufgenommen. Ich versuche, meine Mannschaft zu finden, habe aber furchtbare Kopfschmerzen. Ich habe ihr schon Stimpack gegeben. Du lebst jetzt also hier? Ja, bei mir. Du stürzt dich wirklich kopfüber ins moderne amerikanische Leben, was? Ich bin offen für Dekorationsvorschläge. Das sollte keine Beleidigung sein. Dein Zuhause ist ganz nett.
Ich selbst habe es mir in einer alten Militärbasis gemütlich. Naja, ist doch auch was Cooles. Sehr kreativ. Hast du auch Verkaufsautomaten? Ein rettender Engel bietet dir mehr als nur einen Ort. Boah, der ist eifersüchtig, ne? So ein bisschen. Tatsächlich hat er mir schon sehr geholfen. Das stimmt. Er hat eine USSA-Barke besorgt und sich um einen feindseligen Roboter gekümmert. Mhm, der war übel. Verstehe. Kann ich denn mit irgendwas helfen, wenn ich schon mal hier bin? Geld. Vorräte, Medizin, Fragen. Wir können mal Cola gebrauchen. Kannst du helfen, die Mannschaft des Commanders zu finden? Sie waren wohl nicht in der Rettungskapsel, was? Das ist bedauerlich. Aber sie hätten überleben können, oder? Bestimmt. Es ist möglich. Ich habe von Plünderern gehört, dass Teile des Schiffs bereits abgetragen wurden. Das gilt auch für andere Trümmerteile. Wir sollten uns nicht damit aufhalten. Ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass du überlebt hast. Weißt du was über den feindseligen USSA-Roboter? Ach so, das war der Aggressoton. Und nachdem ich den gekillt hatte, war die Quest abgeschlossen. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Aber ich frage ihn das mal. Davon gibt es da draußen mehrere. Ich nehme an, ihre Programmierung ist durcheinander geraten. Wer weiß. Könnte auch die Strahlung sein. Sie waren erst hinter mir her. Aber es scheint, sie haben jetzt ein wichtigeres Ziel. Stelle den Scanner auf Signale mit konstantem Bewegungstempo ein. So solltest du sie finden. Die sind nicht weiter kompliziert. Okay. Zum Glück ist diese Person hier ein kompetenter Zerstörer. Die Person hier. Ey, wir sind fast ein Paar. Das ist gut. Aber wirklich, jetzt schämt sie sich. Nur weil ich keinen Doktor habe oder so, bin ich dir peinlich? So viel hat sich verändert. Das weißt du besser als die meisten anderen. Würdest du mich auf den neuesten Stand bringen? Soll ich euch alleine lassen das oder so? Ich fühle mich gerade so überflüssig. Du hast einiges verpasst und ich blicke auch nicht hundertprozentig durch. Aber das besprechen wir vielleicht ein andermal. Oh Gott. Jedenfalls. Der baggert sie doch gerade an, oder? Ich komme wann anders wieder. Dann reden wir weiter. Okay? Bestimmt. Okay, aber ruf vorher an. Lieber Emerson, wir müssen ein Signal aufspüren. Es könnte aus Schiffstrümmern stammen. Ich erzähle dir später, was wir gefunden haben. Tschüss. Ja. Bis dann, ne? Danke, dass wir riechen uns später. Wir riechen uns später für immer. Wer war das, Mensch? Das war ein Aggressotron, oder? Wahrscheinlich einer der alten USSA-Roboter. Das stimmt. Seltsam. Ich hätte gedacht, sie sind mittlerweile alle im Standby. Aber ich muss es genau wissen. Der habert gerade durch den See da hinten. Mit einer der was macht er da? Vielleicht sind sogar alle dort. Möglich. Kannst du nachsehen, was da ist? Sind vielleicht nur Wrackteile, aber ich muss es wissen. Na gut, ist in Ordnung, aber erst quatschen. Ist das ein Signal vom Flugdatenschreiber? Ja. Ich glaube, die übrige Crew war in einem anderen Teil. Das Signal hat sich etwas bewegt. Das könnten Überlebende, aber auch Plünderer sein. Mhm. Ich verstehe. Vielleicht hat sie jemand gefunden und sie sind in Sicht. Nee, das sage ich nicht. Ich suche im Wrack nach Spuren deiner Mannschaft. Wenn du sie findest, müssen wir Platz für sie schaffen. Richtig? Vielleicht Etagen? Der ganze Bunker ist leer. Die können da alle pennen, wenn sie wollen. Wenn wir sie finden. Möglicherweise findest du da nichts. Vielleicht sind das nur Trümmer oder Tiere haben sich daran zu schaffen gemacht. Oder Mutanten. Schwer zu sagen. In der Zwischenzeit habe ich ein Die Unaufhaltsamen Comic bei einem Händler gekauft. Hast du den bei mir gekauft? Das hilft der mir ja beim Entspannen. Entschuldigung für die Preise, aber wir müssen ja auch über die Runden kommen. Wahrnehmung 4+. Nee, doch, ich muss das jetzt sagen. Nicht, dass das nachher nicht mehr möglich ist. Wahrnehmung 4+. Du hast Comics gelesen? Vor all dem hier, oder? Stimmt das? Bist du ein Comic-Fan? Ja, natürlich. Die Unaufhaltsamen, Silver Shroud, solche Sachen. Und Grognak? Ich mag Grognak. Fand ich natürlich am besten. Ich hatte gehofft, die neue Serie über die Herren der Mysterien wäre bei meiner Rückkehr und Redman. Aber das war wohl nichts. Okay. Oh! Haben wir den schon?
Den Comic müssen wir gleich mal gucken. Warum sollten diese USSR-Roboter hinter dir her sein? Hatten wir das nicht vorhin schon? Nee, genau. Erzähl mir mal ein bisschen von diesem Emerson, von diesem Dr. Emerson, diesem ganz Oberschlauen. Hat mit mir bei der USSA gearbeitet, als ich im Weltall war. Wie alt war der damals? 9 oder was? Hätte nie erwartet, ihn hier zu sehen, aber ich hätte auch nie erwartet, in Appalachia zu sein. Mhm. Da frage ich mich, warum mein Schiff gerade hier abgestürzt ist. Das war Schicksal, ich sag's doch. Es Notlandeprotokolle gab, um in die Nähe von USSA-Standorten ja zu kommen. Aber ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, es wissen zu müssen. Okay, hast du vor deinem Tiefschlaf die Erde gesehen? So eine Stunde lang. Kurz bevor wir in unsere Tiefschlafkapsel sind. Hey, das muss so cool gewesen sein. Wow, wie ihre Augen gerade aufgeblitzt sind. Die ist schon cool. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht wegsehen können. Aber ich wollte es auch nicht. Mhm. Willst du nicht ein paar neue Klamotten haben oder so? Irgendwas? Verstanden. Was Stylisches oder so? Ich meine, ich hätte einiges im Angebot. Ein Kleidchen oder so. Oder ein Vault-Anzug würde dir bestimmt auch gut stehen. Vielleicht später, ne?